Nachmittag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar mit dem Fokusthema Fachkräfte für den Mittelstand, Selbstsuchen oder Unterstützung nutzen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute alle bei uns sind. Durch das, dass die qualifizierten Fachkräfte für mittelständische Unternehmen in den letzten Jahren immer schwieriger zu finden waren, beschäftigen wir uns heute mit den Vorteilen der Arbeitnehmererlassung und Personalvermittlung. Mein Name ist Christina Schäfer und ich bin die Referentin für Arbeit und Soziales und betreue den Expertenkreis Personal. Mit mir zusammen moderiert heute Herr Pelzer dieses Webinar. Herr Pelzer war bis 2018 der Leiter der Hauptstadtrepräsentanz der Manpower Group, eines der weltweiten größten Personaldienstleister weltweit. Herr Pelzer, Ihnen gehört das Wort, einen kleinen Hinweis noch nebenbei. Sie können auch während des Webinars schon Fragen stellen. Dies ist möglich in unserem F&A-Bereich, unsere Fragen und Antworten. Und während des Webinars sammeln wir Ihre Fragen und beantworten diese zum Schluss in der Podiumsdiskussion. Herr Pelzer, Ihnen gehört das Wort und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja, lieben Dank, Frau Schäfer, und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Auch von mir einen guten und schönen Tag in die Runde. Ich freue mich, den heutigen Webimpuls zum Thema Fachkräfte für den Mittelstand, selbst suchen oder Unterstützung nutzen, moderieren zu dürfen. Kurz zu meiner Person, Frau Schäfer hat es ja kurz angesprochen. Ich habe lange Zeit für einen amerikanischen Konzern gearbeitet und bin allerdings seit 2019 mit meinem eigenen Unternehmen in der strategischen Unternehmensberatung für Personal, Vertrieb und für Personennetzwerke verantwortlich. Ja, kommen wir zum heutigen Thema. Das aktuelle Mittelstandsbarometer des renommierten Beratungsunternehmens Ernst & Young sagte im letzten Monat, Fachkräftemangel bleibt auch in Corona-Zeiten ein großes Problem für den Mittelstand. 54% der Mittelständler sehen die größte Gefahr für die Entwicklung ihres Unternehmens darin, dass sie nicht genügend Bewerber finden, und 70% fällt es schwer oder sogar sehr schwer, neue und ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Heute möchten wir Ihnen zwei zusätzliche Möglichkeiten darstellen, wie Sie bei der Suche von Fachkräften erfolgreicher machen können und Ihnen auch dadurch einen weiteren Vorteil verschaffen, um im internationalen Wettbewerb, gerade gegenüber Großfirmen und Konzernen, auch weiterhin erfolgreich sein zu können. Wir sprechen über die Bereiche der Personalvermittlung, wo Ihnen erfahrene Spezialisten in der Direktvermittlung passende Kandidaten vorschlagen und die bei Erfolg direkt in Ihrem Unternehmen eingestellt werden. Und wir sprechen über die Möglichkeiten der Arbeitnehmerüberlassung, also der Zeitarbeit, die ebenso geeignete Kandidatinnen und Kandidaten finden kann, die dann aber erstmal über die Zeitarbeitsfirma in den Unternehmen überlassen werden, bevor sie vielleicht später die Entscheidung treffen, die entsprechende Person zu übernehmen. Wir haben dazu drei Spezialisten aus dem Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und der Personalvermittlung eingeladen. Zum einen Marius Raubacher. Er ist seit mehreren Jahren als Regionalleiter bei der IK Hofmann Personal, einem der größten Personaldienstleister Deutschlands, in Nordbayern tätig. Dann Stefan Behringer, seit 2012 Inhaber der POD Internationale Personalberatung GmbH, einem der größten Personalvermittler für EU-Fachkräfte in Handwerk. Und Christian Hocke, seit über 16 Jahren im Personaldienstleistungsbereich tätig, heute als Geschäftsführer der Driven Solution GmbH, einen Spezialisten für Fachkräfte in Engineering, IT-Berufen und bei Technikern. Meine erste Frage geht dann gleich an Herrn Raubacher. Herr Raubacher, Sie haben mit der IK Hofmann in den vergangenen Jahren oft bewiesen, dass Sie den Fachkräftebedarf von mittelständigen Unternehmen schnell und erfolgreich über die Zeitarbeit kompensieren konnten. Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel. Was können die Unternehmen von Ihnen erwarten, beziehungsweise wie läuft das konkret ab? Vielen Dank. Grundsätzlich unterstützen wir mit unseren bundesweit 90 Standorten mittelständische Kunden im ganzen Bundesgebiet. Konkret, um auf Ihre Frage einzugehen, möchte ich hier die Unterstützung für ein mittelständisches Unternehmen skizzieren. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit einem sehr schwachen Employer Branding, ist in einer ländlichen Region ansässig und auch nicht besonders bekannt, ja? Hat aber dennoch Bedarf an Fachkräften, in dem Fall Elektriker. In dem Unternehmen arbeitet eine Mitarbeiterin, die den Personalbereich verantwortet. Sprich, sie hat das Thema Entgeltabrechnung, die Rekrutierung, die Personalbetreuung, Entwicklung etc. in ihrem Verantwortungsbereich. Dementsprechend natürlich wenig Ressourcen, um Mitarbeiter zu rekrutieren.
Ja, in diesem Beispiel, also wirklich im Mitte März, hat uns die Dame kontaktiert und eben um Unterstützung gebeten. Ganz wichtig, was kann sie erwarten? Wir klären direkt erstmal die Position, sprich, was ist die erforderliche Qualifikation? Welche Seniorität ist da? Welche Kompetenzen, Erfahrungen müssen da sein? Und ein ganz wichtiger Punkt sind die Soft Skills, sprich die Person an sich. Ja, gerade bei mittelständischen, familiengeführten Unternehmen ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir konnten daraufhin direkt Profile anbieten, sprich Kunde bekommt Kandidatenprofile, die kann er sichten und kann dann auswählen, wen möchte ich kennenlernen. Wir organisieren dann gerne dieses Vorstellungsgespräch, entweder momentan sehr viel auch digital oder vor Ort unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und beraten auch in diesem Prozess auch sowohl den Kunden als auch den Kandidaten. Sprich, wir können natürlich auch die Position, die zu besetzen ist bei unseren Kunden, schon mal in den Gesprächen mit den Kandidaten und Kandidatinnen verkaufen. Was dann ganz schön ist, die beiden haben zueinander gefunden, also einer der Kandidaten und der Kunde letztendlich. Und seit 1. April ist da dieser Elektriker im Einsatz und wir konnten das Problem schnell und einfach lösen. Im Umkehrschluss hätten wir es nicht gelöst, wäre dieser Auftrag nicht rechtzeitig rausgegangen, hat uns die Ansprechpartnerin auch schon bestätigt. Das ist für mich einfach ein Zeugnis dafür, dass wir ein leistungsfähiger Rekrutierungskanal sind, sprich wir können schnell und einfach Kandidatenprofile zur Verfügung stellen und Probleme lösen. Das ist ja ein super Erfolg. Danke, Herr Raubacher. Fragen wir einmal Herrn Hocke. Welche Ihrer Erfahrungen können Sie mit den mittelständigen Unternehmern teilen? Ja, bei uns war es ein ähnliches Beispiel. Also vom Prozess läuft es genauso ab, wie der Herr Raubacher das bei uns also auch beschrieben hat gerade eben. Es war ein bisschen andere Problemstellung. Es war ein Unternehmen, ein Hidden Champion, der schon recht weit gekommen ist, ein klassischer Maschinen- und Anlagenbauer, der in den letzten Jahren natürlich gemerkt hat, Wartung vor Ort wird immer teurer und vor allem bedarfsgerechte Wartung wird etwas anders gehandhabt mittlerweile. Und es ging darum, Sensoren zu integrieren. Das hat er noch sehr, sehr gut alleine hingekriegt, weil er natürlich aus dem Maschinen- und Anlagenbau viele Kompetenzen in der Entwicklung dort hatte. Das Problem war nur, mit den gewonnenen Daten dann wirklich auch was anzufangen und bedarfsgerecht dann auch seine Monteure zu planen. Und da kamen dann wir ins Spiel. Er hat Kontakt zu uns aufgenommen, weil wir mit dem schon im Maschinenbau, also im klassischen Entwicklungsgeschäft, Mechanik, ziemlich viel zusammengearbeitet haben und hat mal gefragt, wie schaut es denn aus? Könnt ihr überhaupt Software? Könnt ihr Softwareentwickler liefern? Und wie schaut denn so ein Projekt überhaupt aus? Was brauchen wir denn da? Und das war sehr, sehr spannend, auch für uns, weil wir den gesamten Prozess begleiten konnten. Am Anfang braucht natürlich so ein Maschinenbauer dann sehr, sehr viel Kompetenz, um überhaupt so ein System aufzubauen. Das ist dann auch nach einer gewissen Zeit bedarfsgerecht nicht mehr mit 10, 15 Mitarbeitern zu stemmen. Und da haben wir dann eben den ganzen Prozess begleitet, haben die Einführung gemacht und am Ende hat er auch noch ein paar von unseren Mitarbeitern dann übernommen, die dann langfristig geblieben sind. Die einen waren aber erstmal nur notwendig, um überhaupt so ein System softwaretechnisch aufzubauen. Und da hatten wir eben auch von der ganzen Rekrutierung, die ganze Begleitung dann hinterher alles übernommen für ihn. Also auch hier ein voller Erfolg. Jetzt arbeitet man ja mit Menschen und da kann es ja schon mal passieren, dass es nicht zu 100% passt. Was passiert dann? Suchen Sie dann weiter, qualifizieren Sie die Kandidaten und was für ein Risiko hat der Kunde eigentlich, Herr Hocke? Also der Kunde hat erstmal ein relativ geringes Risiko bei der Arbeitnehmerüberlassung, weil er kann sich ja den Kandidaten anschauen und hat eine ziemlich schnelle Möglichkeit, auch den Mitarbeiter wieder abzumelden. Und die Kompetenz, wo wir wirklich sehr, sehr viel Wert drauf legen, ist erstmal menschlich zusammenzufinden mit unserem Kunden, eine Einheit zu bilden und zu verstehen, welche Typen von Mitarbeitern arbeiten dort. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Also das Auswahlkriterium würde ich jedem an die Hand legen, mindestens 80% mal auf die Persönlichkeit Wert zu legen. Und 20% müssen die fachlichen Themen natürlich auch irgendwo passen. Wenn es dann mal nicht passt, qualifizieren wir natürlich auch weiter. Im fachlichen Bereich ist es relativ einfach. Das sind meistens Tools, die noch irgendwo fehlen.
betriebsspezifische Tools kann man gemeinsam natürlich mit dem Kunden irgendwo weiterqualifizieren. Und außerdem haben wir auch mit unseren gesamten Mitarbeitern ein Persönlichkeitsentwicklungspool, wo wir uns regelmäßig treffen. Es sind dann verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, die sich dann einfach gegenseitig auch mal anleiten und ein Best Practices miteinander machen. Und da kommen die natürlich auch gerade im Persönlichkeitsbildungsbereich sehr stark voran. Okay, Herr Raubacher, bei IKA Hofmann, sieht es ähnlich aus? Oder ergänzen Sie noch was zu Herrn Hocke? Also ich kann vieles von dem Herrn Hocke bestätigen an der Stelle. Ergänzen möchte ich einfach noch, dass bei uns auch als erstes das persönliche Gespräch einfach das A und O ist. Gerade in diesem Dreiecksverhältnis von wir als Verleiher, der Mitarbeiter und der Kunde. Ja? Es gibt oft zwischenmenschliche Themen, die mit einem Gespräch zu lösen sind und sei es nur die Flexibilität in der Arbeitszeit, weil ein Mitarbeiter jeden Tag komischerweise zu spät erscheint zur Arbeit. Ja. Es gibt aber tatsächlich natürlich die Fälle, wo es von der Qualifikation her nicht passt oder verhaltensbedingt nicht passt, aus welchem Grund auch immer. Und da ist der Vorteil in der Arbeitnehmerüberlassung natürlich der, dass die Abmeldefrist, sprich die Kündigung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags, in der Regel eine wesentlich kürzere Frist ist, als wenn Sie die gesetzlichen Kündigungsfristen beachten müssten. Alternativ bieten wir darüber hinaus dann auch noch an, dass wenn vielleicht ein Mitarbeiter nicht ganz so läuft im Einsatz, wie sich das der Kunde vorstellt, also nichts verhaltensbedingt vorgefallen ist, und trotzdem eine gewisse Grundproduktivität ist, dass wir diese Zeit nutzen, um schon mal nach einer Alternative zu gucken. Ja? Also diese Möglichkeiten gibt es da einfach. Okay, jetzt hört man ja schon mal immer öfter die Aussage, naja, Zeitarbeit, das ist ja teurer als eine eigene Festanstellung. Welche Vorteile, also Vorteile auch finanzieller Natur vielleicht, hat denn der Kunde im Vergleich zur eigenen Anstellung? Beziehungsweise mal ehrlich, welche Kosten fallen denn wirklich an, Herr Raubacher? Also das ist tatsächlich ein Thema, das wird sehr oft die Frage von Kunden, Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen gestellt. Grundsätzlich spart sich der Kunde ja zunächst erstmal seinen eigenen Rekrutierungsaufwand. Sprich, er hat interne Ressourcen, die er dafür binden muss. Er muss in der Regel Stellenanzeigen schreiben. Er muss sie auch ausspielen in unterschiedlichen Plattformen. Ja, auch diese Plattformen wollen ihr Geld verdienen. Also da ist ja schon mal was, das übernimmt ja schon mal der Personaldienstleister. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Oftmals wird das Entgelt eines Stammmitarbeiters mit den Lohnnebenkosten ins Verhältnis gesetzt zu unserem Verrechnungssatz, den wir verlangen. Bei uns muss der Kunde aber nur die Produktivzeiten bezahlen. Sprich, wir als Personaldienstleister sind der Arbeitgeber, wir kommen also auf für natürlich das Gehalt der Mitarbeiter, für die Lohnnebenkosten, sprich Sozialversicherungsbeiträge. Wir kommen aber auch insbesondere für die Unproduktivzeiten auf. Denken Sie dabei bitte daran, ein Mitarbeiter hat Urlaub bis zu 30 Tage. Ein Mitarbeiter hat genauso Feiertage, sind auch Unproduktivzeiten. Wenn er einen Einsatz wechselt, sprich in der Arbeitnehmerüberlassung ist es ja auch manchmal üblich, ein Einsatz endet und ein anderer beginnt. Wenn das zeitlich nicht zusammenpasst, ja, dann hat er ja trotzdem den Arbeitsvertrag mit uns und erhält natürlich genauso sein Gehalt. Also das sind zum Beispiel Unproduktivzeiten, genauso wie der Krankheitsfall. Und so kommen im Jahr auch mal schnell 55 bis 60 Unproduktivtage zusammen. Und diese Unproduktivtage, die müssen wir natürlich in dem Verrechnungssatz, der je tatsächlich geleistete Einsatzstunde anfällt, mit abbilden. Können Sie noch was zu ergänzen, Herr Hocke? Oder ist das so im Großen und Ganzen das, was Herr Raubacher gesagt hat, absolut auch bei Ihnen stimmig? Also im Großen und Ganzen ist das bei uns genau das Gleiche. Wenn man jetzt wirklich Ingenieure und ITler nimmt, dann hat man natürlich auch Rekrutierungskosten, was ganz interessant ist. Da gibt es mehrere Studien dazu, dass man zwischen 25.000 und 35.000 für eine Einstellung zahlt. Und wenn man jetzt das Ganze wieder in Relation dann sieht zu einem Stundensatz und wir übernehmen halt als Personaldienstleister auch diese Aufgabe, für uns ist das ein Tagesgeschäft. Für den Kunden ist es oftmals nicht sein Tagesgeschäft. Er verdient damit kein Geld. Und wir sind darauf spezialisiert und haben natürlich auch überhaupt die Möglichkeiten, die Tools, wie der Herr Raubacher richtig angesprochen hat, die lohnen sich oftmals nicht für einen Mittelständler, sich die dann zu leisten. Und er hat auch dabei natürlich keine Garantie, dass er auf jeden Fall jemanden findet.
Der Dienstleister wird alles daran tun, jemanden passenden zu finden. Okay, das heißt, mit dem Stundensatz ist das meiste abgedeckt. Gehört auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz dazu, also zum Beispiel Arbeitskleidung etc. Und wie sieht es im Falle eines, das wollen wir natürlich nicht hoffen, zum Beispiel Arbeitsunfalls aus, Herr Raubacher? Zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz muss ich vielleicht kurz mal ausholen. Also vor Einsatzbeginn rücken bei uns die Mitarbeiter, interne Mitarbeiter, die Mannschaft aus, sozusagen zum Kunden und besucht den Kunden und den Arbeitsplatz, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin später arbeiten soll. Dabei wird eine Analyse der Gefährdungen vorgenommen. Sprich, das ist bei uns ein IT-gestützter Prozess, der auch durch die zuständige Berufsgenossenschaft ausgezeichnet wurde. Und dabei erfassen wir also die Gefährdungen an diesem Arbeitsplatz und bestimmen dann gemeinsam mit dem Kunden auch die erforderliche persönliche Schutzausrüstung, die arbeitsmedizinischen Untersuchungen, die erforderlich sind. Und wir erkundigen uns selbstverständlich auch nach der Arbeitskleidung. Hier im Übrigen meine persönliche Empfehlung, wenn Sie mit Zeitarbeitnehmern und Zeitarbeitnehmerinnen arbeiten, übernehmen Sie als Kunde bitte auch die Ausstattung mit der Arbeitskleidung, damit es möglichst einheitlich sind. Das hat was mit der Integration in die Kundenorganisation zu tun. Wir als Dienstleister stellen üblicherweise also die Sicherheitsschuhe und wir veranlassen die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. Es gibt darüber hinaus weitere persönliche Schutzausrüstungen, die erforderlich sein können. Das ist in der Regel aber was sehr Kundenspezifisches und das ist dann auch der Grund, weshalb der Kunde diese Ausstattung stellen sollte, weil da hat es ja auch damit zu tun, passt die Ausstattung wirklich zu den Gefährdungen. Es geht dann bei uns auch weiter im Arbeits- und Gesundheitsschutz, um auf Ihre zweite Frage zu kommen, Herr Pelzer. Also wir als Hofmann-Personal besuchen dann auch im Einsatz unsere Mitarbeiter regelmäßig am Tätigkeitsort. Wir holen uns da Feedback ein. Wir fragen nach Veränderungen auch im Arbeitsplatz und sind da Risiken dazu gekommen. Wir stimmen uns mit dem Kunden ab und wir leiten gemeinsam gegebenenfalls auch Korrekturmaßnahmen ein. Sprich, wir schulen vielleicht etwas nach oder es gibt eine zusätzliche persönliche Schutzausrüstung. Und ja, auch wenn für uns das Wohl der Mitarbeiter immer oberste Priorität hat, hier und da passiert dann doch ein Arbeitsunfall. Ja? Und in diesem Fall haben wir ein Zutrittsrecht. Das heißt, wir kommen vor Ort, wir nehmen den Unfall mit auf. Wir melden das auch an unsere Berufsgenossenschaft. Wir helfen und unterstützen bei der Klärung des Unfallhergangs. Und wir schalten dann auch unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit ein und leiten dann gemeinsam Maßnahmen für die Zukunft ab, damit es eben im besten Fall nicht wieder passiert. Wunderbar. Gut, jetzt ist der Mitarbeiter von seiner Leistung her so überzeugend und so passend, dass das Kundenunternehmen sagt, naja, jetzt ist der Mann schon 9 Monate hier, 18 Monate hier, je nachdem. Warum soll ich jetzt eigentlich jemand neu suchen? Ich kann den Mitarbeiter ja eigentlich auch übernehmen. Ja, ich meine, geht das überhaupt? Sind Sie dann irgendwie sauer oder wie läuft das ab? Kostet das etwas? Herr Hocke, klären Sie uns mal auf. Ja, ich hatte es ja in den einführenden Worten von meinem Beispiel schon gesagt. Also der Kunde hatte dann übernommen. Das ist auch sehr sinnvoll gewesen, weil natürlich die den ganzen Einführungsprozess schon begleitet haben, die Mitarbeiter sich sehr gut auskannten und die Mitarbeiter auch sehr zufrieden waren bei unserem Kunden. Also es spielt natürlich in beiden Richtungen immer eine Rolle. Und grundsätzlich, natürlich sehe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, wenn man einen guten Mitarbeiter verliert. Auf der anderen Seite hat man seine Aufgabe perfekt gelöst, weil der Mitarbeiter ist zufrieden, der Kunde ist zufrieden, es passt gut zusammen. Und wir gewinnen natürlich als Unternehmen auch wieder einen sehr guten Ansprechpartner vor Ort beim Kunden, der sicherlich gut privat über uns sprechen wird, weil er ja wirklich einen super Arbeitgeber dann gefunden hat. Und auch natürlich darüber wieder Empfehlungen zu uns kommen. Also möglich ist das. Es kostet was, wenn es eine sehr kurze Zeit ist. Also wenn jetzt jemand nach 6, 8 Wochen sagt, er möchte den übernehmen, dann kostet es definitiv eine Gebühr. Wenn das sehr, sehr langfristig ist, also wir haben teilweise Projektlaufzeiten von 2 bis 4 Jahren, dann ist es schon kostenfrei. Da haben wir meistens Übergangsfristen. Es kommt eben auf den Dienstleister und auf die AGBs an.
Herr Raubacher, ich denke mal, bei der IK Hofmann mit einer Übernahmequote von mehr als 30% sind Sie da auch sicherlich sehr zufrieden, wenn Sie Ihren Job richtig gemacht haben, oder? Ja, also ich sehe es auch mit dem lachenden und dem weinenden Auge. Also zunächst mal ist natürlich diese Übernahme für uns auch ein Zeugnis für eine sehr gute Personalauswahl, weil mit Sicherheit übernimmt niemand Personal, das nicht entsprechend qualifiziert ist und einfach passt. Ja? Und in der Regel bekommen wir dann auch einen Folgeauftrag. Also da gibt es schon gewisse Themen. Wir freuen uns natürlich auch für die Mitarbeiter, denn viele Mitarbeiter sehen und auch Bewerber sehen uns als Sprungbrett in ein Kundenunternehmen. Also das sind so das lachende Auge, wo man sich einfach freut. Das weinende Auge ist natürlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wie es der Herr Hocke auch beschrieben hat. Und dieser Rekrutierungsaufwand und auch der Aufwand für jetzt hier zum Beispiel Arbeits- und Gesundheitsschutz, der amortisiert sich einfach erst nach einer gewissen Zeitdauer. Und deswegen ist einfach die kostenfreie Übernahme erst nach einem gewissen Zeitraum möglich. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, wie innerhalb der Zeitarbeit, aus der Zeitarbeit heraus eine Anstellung im Kundenunternehmen wird. Nehmen wir einmal an, eine Zeitarbeit kommt aus irgendeinem Grund vorher nicht in Frage. Oft haben ja kleine und mittelständige Unternehmen keine eigenen großen Personalabteilungen. Der Inhaber oder der Unternehmer kümmert sich selber um die Rekrutierung, beziehungsweise man ist auch der Meinung, man muss kein Geld für externe Rekrutierung ausgeben. Herr Hocke, Sie suchen ja auch direkt im Rahmen der Personalvermittlung, also ohne die vorgeschaltete Zeitarbeit. Wie konnten Sie in Ihrer Sache der Direktvermittlung ein Unternehmen zufriedenstellen? Erzählen Sie mal. Also das war zum Beispiel ein ganz spannender Bereich. Da ging es eigentlich erst darum, dass sogar das Kundenunternehmen Zeitarbeit vorschalten wollte. Wir dann aber beraten haben und gesagt haben, also so einen Spezialisten werden wir wahrscheinlich bei uns nicht finden und nicht einstellen können. Das müssen wir in der Direktvermittlung machen. Da ging es um Automotive-Unternehmen, was ein ziemlich großes Problem hatte. Die haben Motorsteuergeräte hergestellt. Und im Feld ist leider eins dieser Fahrzeuge in Brand geraten, was dann auf dieses Motorsteuergerät zurückzuführen war. Und bei diesem Motorsteuergerät war eben ein Undichtigkeitsproblem und dieses konnten sie auch nach sehr intensiver eigener Recherche nicht rausfinden, woran das lag. Und wir hatten dann einen Spezialisten in Deutschland gesucht, der sich wirklich genau mit solchen Themen beschäftigt, der das Ganze sogar an der Uni auch geleitet hat, mal als Professor. Also ein Professor war er nicht, er war nur Dozent. Und hat dort eben mit radioaktivem Wasser hantiert und damit wirklich dieses Problem lösen können. Und da hatten wir auch gleich von vornherein gesagt, also so einen Spezialisten in die Zeitarbeit zu bekommen, wird sehr, sehr schwierig. Der ist wahrscheinlich in einer Festanstellung bei einem Unternehmen und möchte dann zwar, wir bieten auch Festanstellung an, aber dann eben nicht zu einem Dienstleister wechseln. Und das haben die dann auch realisieren können. Wir konnten wirklich eine attraktive Stelle für den auch dort generieren mit dem Kunden zusammen. Und der ist dann nach einer Übergangsfrist von ungefähr 3 Monaten Kündigungsfrist sehr, sehr schnell dorthin gekommen. Und das ist natürlich ein Beispiel, wo ich sage, da steht so ein Unternehmen erstmal mit dem Rücken zur Wand. Das hat andere Probleme, als sich um die Rekrutierung dieses Mitarbeiters zu kümmern, weil das musste natürlich immer Rechenschaft ablegen dem OEM gegenüber, was sie denn alles machen, weil der stand ja auch da, weil natürlich dann eine ziemlich hohe Klagesumme hinten dran steht, was auch so ein Mittelständler schnell mal in den Ruin führen kann. Und da bin ich schon sehr stolz drauf, dass wir so ein Thema gelöst haben. Das heißt, Sie sind also auch in dem Thema sehr nah beim Kunden, besser immer noch mit dem Kunden zusammen. Wie läuft das denn in dieser Dienstleistung Personalvermittlung ab? Gibt es da einen Unterschied zur Arbeitnehmerüberlassung? Wie wird man betreut und was ist nach der erfolgreichen Vermittlung? Sind Sie dann auch weiterhin am Ball? Also grundsätzlich ist da kein großer Unterschied. Diese Nähe ist wirklich ein ganz großer Schlüssel. Das kann ich auch jedem mittelständischen Unternehmen nur empfehlen, sich ein paar Dienstleister aus der Nähe zu suchen und mit denen intensiv zusammenzuarbeiten, sich kennenzulernen und vor allem mit dem Betreuer auch wirklich auszutauschen. Auf was kommt es bei Ihnen denn persönlich an? Was sind so die Sachen, die man oft nicht erwähnt und die No-Gos? Und wenn man sich besser kennenlernt, dann funktioniert so eine Zusammenarbeit. Und dann können wir da auch eine gute Auswahl treffen.
Und auch danach haben wir natürlich den Mitarbeiter, ich habe immer noch mit ihm Kontakt, der ist jetzt seit 5 Jahren dort bei dem Unternehmen und kriege auch von ihm immer wieder Tipps, wenn ich ähnliche Personen suche, weil er natürlich da viel Einfluss auch hat in diesem Bereich. Okay, jetzt kann es natürlich auch in diesem Fall mal passieren, dass ein Mitarbeiter, ich sag mal, nicht so einsteigt wie am Anfang gedacht und der Kunde trennt sich halt wieder von ihm oder der Mitarbeiter sagt, ja, meine Karrieremöglichkeit will sich jetzt doch wieder ändern und verlässt die Firma wieder. Welches Risiko gibt es denn da, Herr Raubacher, und wer trägt das? Also ich sage mal, bis zur Einstellung des Kandidaten liegt das Risiko ganzheitlich, muss man sagen, eigentlich beim Dienstleister, weil wir beschäftigen ja unsere interne Mannschaft mit der Rekrutierung und letztendlich entsteht der Vergütungsanspruch für den Kunden erst, wenn der Arbeitsvertrag zustande kommt. Wenn der Arbeitsvertrag dann zustande kommt, dann liegt das Risiko natürlich auf der Kundenseite. Sprich, wir können zwar den Kontakt zu Kandidaten erhalten, so wie es der Herr Hocke auch letztendlich gerade beschrieben hat, über dieses Netzwerk, aber wir können kaum mehr Einfluss darauf nehmen. Sprich, es ist ja ein interner Mitarbeiter des Kunden. Ja? Und unsere Dienstleistung ist damit mit auch erbracht. Wir haben den Kandidaten vermittelt und wir haben dafür auch Aufwände gehabt. In manchen Vertragskonstellationen kann man es dann etwas abmildern. Sprich, da gibt es manchmal eine kostenfreie Nachbesetzungsmöglichkeit. Das heißt, man hat ja für diese Position schon rekrutiert und hat dann eine gewisse Kandidatenauswahl. Und wenn dieser Fall einfach eintritt, dann hat der Kunde einfach nochmal die Möglichkeit, die Stelle neu zu besetzen. Okay, kommen wir mal zu Herrn Behringer. Herzlich willkommen. Sie waren ja nun schon länger in unserem Call dabei und Sie haben gerade gehört, was die beiden Kollegen gesagt haben. Sie sind eher im Bereich der Vermittlung von Kandidaten aus dem EU-Ausland unterwegs. Erzählen Sie mal, wie läuft denn das ab? Gibt es da spezielle Herausforderungen oder Unterschiede? Und was war denn Ihr Highlight bei der Fachkräftesuche, Herr Behringer? Sehr gerne. Also guten Tag auch von meiner Seite. Wie gesagt, wir sind spezialisiert rein auf die Vermittlung von EU-Fachkräften im Bereich Handwerk und Technik und das deutschlandweit in der Vermittlung. Herausforderungen, Unterschiede. Ich möchte erstmal auf die Gemeinsamkeiten eingehen und da mal die Info, die wahrscheinlich schon bekannt ist, ich möchte sie aber nochmal betonen, und zwar für Facharbeiter oder generell Menschen aus den 28 EU-Staaten plus den 3 Staaten des europäischen Wirtschaftsraums, Island, Liechtenstein, Norwegen und auch der Schweiz, die haben Niederlassungs- und Arbeitnehmerfreizügigkeit hier in Deutschland und gerade auch wenn die schon hier in Deutschland sind, gibt es da fast keine Unterschiede mehr im Vergleich zu einem deutschen Mitarbeiter. Übrigens ganz gefährlich, Großbritannien zählt seit 1. Januar nicht mehr zur EU. Da kann der Christian Hocke aber auch noch was dazu sagen. Das heißt, wenn unser EU-Facharbeiter schon in Deutschland ist, dann, ja, sag ich mal, kennt er das Land, hat im Regelfall schon mal hier gearbeitet. Da haben wir vielleicht noch 2 Herausforderungen und das eine wäre die ausländischen Berufsabschlüsse. Da gibt es über die IHK und die HBKs die Möglichkeit, die gleichstellen zu lassen, anerkennen zu lassen in Deutschland. Und natürlich, ein Hauptpunkt ist oft, je nachdem, wie lange der Mitarbeiter in Deutschland war, die Sprache. Oft hat der Mitarbeiter im Herkunftsland schon einen Sprachkurs gemacht, aber meistens ist hier eine Nachqualifizierung noch nötig, so im ersten halben Jahr, ersten Jahr, um auf ein bestimmtes Sprachniveau zu kommen. Da kommt es auch immer darauf an, ist es ein Facharbeiter, zum Beispiel, wir machen ja sehr viel im Handwerk, da reicht oft auch ein A2-Niveau schon am Anfang zur Erklärung, das ist der europäische Referenzrahmen für Sprachen. So, wenn ich gar nichts spreche, habe ich theoretisch ein A0, A1, A2 ist dann so, ja, Grundkenntnisse und für Ingenieurs- oder Technikerstellen ist dann schon B1 oder B2 fertig. Wenn ich C1 spreche, bin ich fast Muttersprache, bei C2 bin ich Muttersprache. Das so ein bisschen als Unterschiede bei den EU-Ausländern. Und wenn derjenige noch nicht in Deutschland ist natürlich, dann habe ich folgende Herausforderungen. Erstmal so in der Suche, weil da funktionieren die gängigen Rekrutierungskanäle in Deutschland natürlich nicht. Da kann man über die Arbeitsagentur was machen. Da gibt es das EURES-Netzwerk, wo man europaweit Stellen ausschreiben kann. Es gibt auch Förderungen für die Einstellung von Mitarbeitern. Es gibt private Jobbörsen, die europaweit tätig sind oder natürlich auch Vermittler, wie wir hier als 3 zusammen sind. Und eine Herausforderung ist, dass wenn der Mitarbeiter noch im Ausland ist, im Regelfall eine Vorstellung nur online stattfinden kann. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo das Reisen so schwierig ist, halte ich es für fast nicht möglich, eine Einreise nur wegen eines Vorstellungsgesprächs zu machen. Also oft habe ich den Mitarbeiter dann nur online gesehen, bevor ich ihn einstelle.
Und wenn jemand dann zum ersten Mal in Deutschland ist, habe ich natürlich das Integrationsthema. Und da ist auch so ein bisschen eine Frage, ja, erstmal, wir haben gemerkt, Südeuropäer, Westeuropäer ein bisschen anspruchsvoller, was sie so brauchen. Osteuropäer ein bisschen einfacher gestrickt, aber im Endeffekt kommt es bei jedem Kandidaten an auf so auch persönliche Merkmale, Familienstand, Alter, Umfeld und Persönlichkeit und so weiter, wie schnell er sich bei uns integriert, sprachlich Fuß fasst, privat Fuß fasst, auch beruflich natürlich. Und wir vermitteln praktisch rein in den Mittelstand und haben gemerkt, dass der Mittelstand hier seine ganz große Stärke ausspielen kann. Und zwar ist es die Integration von Menschen, weil umso kleiner der Betrieb ist, umso eher werden die an der Hand genommen vom Chef oder der Chefin persönlich oder von den Kollegen. Wir hatten ein paar Erfahrungen mit Betrieben, die so 500 Mitarbeiter hatten, da gingen die schon unter, die ausländischen EU-Fachkräfte. Und eine Sache bei Unterschieden, ja, möchte ich die Angst nehmen, wenn jemand zum ersten Mal kommt, es sind eigentlich nur drei Sachen an Formalitäten zu erledigen. Eine Anmeldung auf dem Einwohnermeldeamt, dann gibt es eine Meldebeschädigung und die Steuer-ID kommt hinterher, dann die Krankenversicherung anmelden und damit kommt die ERV-Nummer automatisch. Das sind wirklich Standardvorgänge, die in zwei Wochen erledigt sind. Da können wir als Dienstleister gerne unterstützend Tätigkeit sein. Aber wie gesagt, ich möchte ein Unternehmen so ein bisschen die Berührungsangst nehmen, auch mal jemand direkt aus dem EU-Ausland einzustellen. Am Schluss noch das Highlight. Wir hatten einen Kunden, einen Kälte- und Klimatechniker aus Hannover. Da konnten wir 2015 den ersten spanischen Kälte- und Klimatechniker einstellen. Die hatten damals 15 Mitarbeiter. Wir sind mit dem Kunden mitgewachsen. Die haben mittlerweile 50 Mitarbeiter, jetzt 5 Jahre später. Und 8 Mitarbeiter davon, also 20% der gesamten Firma, haben wir für die Firma rekrutieren dürfen. Das ist unser Highlight. Super. Klasse, Herr Behringer. Sie haben es ja schon eben angesprochen. Großbritannien gehört jetzt nicht mehr zur EU. Und Herr Hocke, Sie vermitteln ja auch Mitarbeiter, die nicht aus dem EU-Ausland kommen. Wie unterscheiden Sie sich denn da von Herrn Behringer, Herr Hocke? Genau, also da muss man natürlich schon einiges mehr beachten, wenn man auch international rekrutieren möchte aus den sogenannten Drittstaaten. Wie eben auch schon angedeutet, Großbritannien ist ein Drittstaat geworden, durch das, dass sie aus der EU ausgetreten sind. Es zählen aber auch andere Länder dazu, an die man vielleicht bei Drittstaaten erstmal nicht denkt, wie Amerika, auch China gehört da dazu, Indien sowieso, also sehr, sehr viele Länder, wo man erstmal denkt, naja, da sind die das Bildungsniveau recht hoch, man hat vielleicht vergleichbare Abschlüsse. Bei Ingenieuren ist das sowieso relativ einfach. Das ist eben, wie der Herr Behringer auch schon gesagt hat, im Handwerk ein bisschen anders. Da ist wirklich diese Vergleichbarkeit der Berufsabschlüsse erstmal herzustellen. Das hat man bei den Ingenieuren und bei den IT-Lern eher nicht. Dafür hat man dort einen großen Vorteil. Die verdienen natürlich auch alle gut. Und da entscheidet sich meistens auch schon über ein gewisses Gehaltsniveau, das erreicht werden möchte von dem Kandidaten, dass der hier arbeiten darf. Also da gibt es gewisse Grenzen. Da wird dann keine Prüfung vom Arbeitsamt verlangt, um eine Blue Card zu beantragen. Das liegt momentan bei 56.400 Euro Jahresgehalt, was die meisten Spezialisten, die wir dann holen, auch schon erreicht haben. Und wenn man aber drunter geht, gibt es auch nochmal Grenzen, 44.000 und irgendwas. Das ist dann für die sogenannten Mangelberufe. Das sind eben Ärzte, Pfleger, die ganzen Ingenieure, ITler, wobei dann eine sogenannte Vorrangsprüfung gemacht werden muss. Dann muss das Arbeitsamt integriert werden. Das wird gucken, ob es einen vergleichbaren Deutschen gibt, der die Aufgabe auch machen kann. Das ist dann etwas schwieriger, deswegen empfehle ich meinen Kunden immer, schaut wirklich nach Fachkräften, wenn ihr ins Nicht-EU-Ausland geht, die sehr hochqualifiziert sind, dann haben wir nämlich auch mit den ganzen Themen relativ wenig zu tun und dann funktioniert das. Aber nehmt euch da schon auch irgendwo externe Unterstützung. Eine Blue Card-Antrag ist zwar leicht gemacht, muss eigentlich der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zusammen machen. Leider sind da momentan auch die Antragszeiten sehr, sehr lang. Die waren mal zwischen 1,5 und 2,5 Monaten. Das ist durch Corona deutlich gestiegen, weil die Mitarbeiter sich momentan mit anderen Dingen beschäftigen müssen.
als mit Blue-Card-Anträgen. Die sind gerade nämlich noch bei unseren ganzen Hilfen für den Mittelstand und die Wirtschaft. Und da läuft es ja auch noch nicht ganz rund. Deswegen werden die da auch händeringend gerade gebraucht. Danke. Ja, nochmal eine Nachfrage an Sie beiden, da Sie ja sich jetzt mit der Rekrutierung aus dem EU-Ausland oder aus den Drittländern beschäftigen. Geht denn Ihre Dienstleistung auch so weit, dass Sie die Kandidaten jetzt zum Beispiel auch bei der Anerkennung der ausländischen Abschlüsse unterstützen? Unterstützen Sie vielleicht auch bei Unterkunftssuche oder auch bei kulturellen Themen? Weil das ist ja auch oft ein Thema. Vielleicht erst Herr Behringer, dann Herr Hocke. Genau, also da wir deutschlandweit vermitteln, können wir eine Sache nicht machen, bei der Unterkunftssuche helfen. Also wir können eigentlich nur vermitteln, wenn der Kunde uns vorher zusagt, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Gerne auch mal nur ein Zimmer am Anfang, das erste halbe Jahr in der Probezeit. Bei den Abschlüssen haben wir Spezialisten in der Hand, die wir dem Kunden dann anbieten, die Zusammenarbeit für eine sehr, sehr faire Staffelung auch. Und da geht es auch sehr, sehr viel um Übersetzen und korrekte Zusammenstellen der Unterlagen. Und kulturell, ich sage mal so, wir sind als Ansprechpartner und ich spreche selber einige Sprachen, habe auch eine Mitarbeiterin, die Spanierin ist. Also wir sind sprachlich und kulturell, sage ich mal, sehr, sehr tief drin und unterstützen den Kunden, wo es nur geht, weil die Vermittlung endet ja nicht an dem ersten Arbeitstag, sondern es geht ja auch weiter. Der Mitarbeiter soll die Probezeit überstehen und möglichst lang beim Kunden dabei bleiben. Und da begleiten wir natürlich von außen. Nur vor Ort können wir deutschlandweit nicht dabei sein. Herr Hocke? Ja, bei uns ist es so, die Abschlüsse, die werden automatisch anerkannt. Das ist bei den Uni-Abschlüssen relativ einfach. Wo das große Problem eben dabei liegt, ist erstmal Wohnraum zu finden. Wir haben zwei Standorte, das ist Köln und das ist München. Die sind beide sehr begehrt. Wir arbeiten auch noch in Stuttgart mit vielen Kunden zusammen. Das ist der dritte Standort, der ist auch sehr begehrt. Dort schalten wir oft vor, wenn jemand umziehen muss, dass er erstmal einen Wohnsitz hat, irgendwo eine Pension oder irgendwo, wo er unterkommen kann und dann wirklich regional suchen. Meistens dann auch über das Mitarbeiternetzwerk funktioniert das sehr, sehr gut. Und so ist auch die Integration. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand hierher kommt, ist er natürlich erstmal auf sich alleine gestellt und da gucken wir, dass er sofort einen Paten von unserer Seite bekommt, der ihn erstmal ein bisschen mitnimmt, vielleicht auch ein paar Leuten mal vorstellt. Das macht es doch viel, viel einfacher, als wenn jemand komplett alleingelassen erstmal in einem neuen Umfeld sich behaupten muss, weil da ist schon die Herausforderung dann natürlich auch die berufliche Tätigkeit erstmal dort Fuß zu fassen. Wenn er da keinen privaten Rückhalt hat, ist es doch ja sehr einsam. Gut, ja, last but not least, kommen wir mal zu den Kosten. Ja, bei der Zeitarbeit haben wir eben gehört, da zahlt der Kunde die geleistete Arbeitszeit. Bei der Direktvermittlung ist dies ja anders. Wie sieht denn das Kostenmodell aus und wann ist denn die Rechnung fällig? Vielleicht erstmal Herr Raubacher. Also grundsätzlich gibt es da ganz unterschiedliche Preismodelle und es gibt in Deutschland ja die Vertragsfreiheit. Also die AGBs der Dienstleister sind immer ein guter Anhaltspunkt. Wenn ich jetzt die Arbeitnehmerüberlassung mit der Personalvermittlung vergleiche, habe ich in der Arbeitnehmerüberlassung eben einen gewissen Zeitraum, in dem sich der Such- und Rekrutierungsaufwand des Personaldienstleisters amortisieren muss. Bei der Personalvermittlung ist es eben ein Zeitpunkt, dementsprechend in der Regel zum Beginn des Arbeitsvertrags und üblicherweise beträgt diese Vermittlungsgebühr, Vermittlungsprovision zwischen 27 und 33% des Jahresbruttoeinkommens des vermittelten Kandidaten. Also das ist so das der Usus, sage ich mal. Und dann gibt es eben noch Sonderpositionen, die man vereinbaren kann, wie die kostenfreie Nachbesetzung, die eben auch oft üblich ist. Herr Hocke? Ja, bei uns bewegt sich es in genau dem gleichen Rahmen. Man hat natürlich noch die Möglichkeit, vielleicht ein paar Prozent runterzugehen, wenn man Rahmenverträge dann schließt mit demjenigen. Da muss aber dann auch wirklich ein Volumen dahinter stehen, dass jemand dann sagt, er möchte wirklich eine Abteilung aufbauen oder längerfristig mit jemandem zusammenarbeiten. Dann hat man da noch die Möglichkeit. Aber sonst bewegt sich das völlig in demselben Rahmen, wie der Herr Raubacher auch gerade kundgetan hat. Herr Behringer, bei Ihnen das EU-Modell ein bisschen anders? Wir unterscheiden uns ein bisschen. Wir haben ein ganz einfaches Modell, und zwar 2 Monats Bruttogehälter. Das erste bei Unterschrift des Arbeitsvertrages, das zweite nach 6 Monaten. Und wir haben eine einmalige kostenfreie Nachbesetzung, wenn es in den ersten 6 Monaten nicht klappt. Also bei uns hat der Kunde sehr, sehr wenig Risiko.
Ist aber auch so, dass wenn er den Kandidaten nicht kennt, weil er aus dem Ausland kommt, müssen wir ihm das auch bieten. Ja, super. Ja, vielen Dank für diese interessanten und vor allen Dingen auch offenen Anmerkungen. Ich denke, man konnte jetzt hier schon vieles raushören, vieles erklären und auch mit viel, ich sage jetzt mal, viele Informationen leisten, die vorher einfach nicht so klar waren oder wo viel, viel Unruhe drin ist. Ja, von meiner Seite kann ich jetzt noch sagen, okay, wie findet man denn eigentlich für sich den passenden Personaldienstleister? Und da kann ich immer nur sagen, im Idealfall sollte er regional bei Ihnen natürlich vor Ort sein. Das ist nicht immer möglich, gerade wenn es um Spezialisten geht. Man kann sich Mundpropaganda und Empfehlungen von befreundeten Unternehmen holen. Ja, und da kann man sich auch einen ersten Eindruck verschaffen. Natürlich ist das Internet eine gute Möglichkeit und auch die entsprechenden Arbeitgeberverbände, wie jetzt auch der BVMW, die IHKs und die Handwerkskammern, da bekommt man auch sehr gute Informationen. Aber ganz wichtig ist auch, man sollte auf jeden Fall das persönliche Gespräch mit dem Dienstleister suchen. Laden Sie also den Dienstleister gerne mal zu sich ins Unternehmen ein, zeigen Sie ihm alles. Besuchen Sie auch den Dienstleister mal in seinem Unternehmen. Ja, da kann man sich immer ein sehr, sehr gutes Bild machen, wenn man die Zeitarbeitsfirma oder den Personalvermittler auch mal in seinen Räumlichkeiten besucht. Lassen Sie sich die entsprechenden Unterlagen übersenden oder zeigen. Kopie der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung, die entsprechend aktuellen Bescheinigungen der Sozialversicherungen und das Finanzamt. Das ist gerade bei der Arbeitnehmerüberlassung sehr wichtig. Auch eine Mitgliedschaft in einem Arbeitnehmerverband kann sinnvoll sein, muss es natürlich nicht immer. Sie können sich Referenzen zeigen lassen, entweder aus der Umgebung oder eben auch aus der gleichen Branche. Aber am wichtigsten bleibt immer das persönliche Gespräch mit dem Verantwortlichen vor Ort. Das muss passen, der Gesamteindruck muss stimmen, den Sie dabei gewinnen. Und anschließend kann ich nur jedem wirklich aus meiner Erfahrung sagen, nutzen Sie auch als mittelständiges Unternehmen die Arbeitnehmerüberlassung und die Personalvermittlung. Alleine auch deshalb, glauben Sie mir, weil es die Großindustrie und die Konzerne seit Jahren erfolgreich nutzen, die sich dadurch wirklich einen Flexibilitätsvorteil erschaffen. Und das ist ein ganz großer Kostenvorteil. Und den brauchen Sie als mittelständiges Unternehmen auch. Das müssen Sie wirklich tun. Ich gebe jetzt gerne zurück. Bedanke mich bei Herrn Behringer, bedanke mich bei Herrn Raubacher, bedanke mich bei Herrn Hocke für die interessanten Themen und die interessanten Gespräche. Gebe gerne zurück an Frau Schäfer für eventuelle Fragen. Vielen Dank. Ja, auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite für den spannenden Einblick. Ich würde dann eben überleiten zur Fragerunde. Und die erste Frage, die mich ereilt hat, ist eine allgemeine an alle Referenten. Wie sieht denn im Detail die Rekrutierung bei Ihnen aus? Ich kann gerne mal anfangen. Es gibt für uns keinen einzigen Rekrutierungskanal, wo wir sagen können, das ist der Rekrutierungskanal, ja, sondern es ist vielmehr ist es ein Blumenstrauß an Rekrutierungskanälen, den wir Tag für Tag befüttern sozusagen. Das sind die ganz klassischen Rekrutierungskanäle dabei. Sprich auch wir schalten Stellenanzeigen in Plattformen, theoretisch in Printmedien. Wir nutzen aber eben auch neue Ansätze. Sprich, wir arbeiten sehr stark mit künstlicher Intelligenz, schon ein Stück weit mit Algorithmen. Sprich, wie werden wir sichtbarer? Wie bekommen wir wirklich Bewerber? Und wir nutzen das Instrument der Direktansprache, das allerdings sehr zeitaufwendig ist. Sprich, es ist nicht der eine Rekrutierungskanal, sondern es ist diese Vielfalt und Komplexität an Rekrutierungskanälen, die einfach der Personaldienstleister für Sie als Kunde bedienen kann. Ja, ich möchte noch ergänzen, was natürlich auch eine große Kompetenz ist bei den Dienstleistern. Ich mache das Ganze jetzt im 18. Jahr und man hat natürlich einen großen Stock an Leuten kennengelernt in 18 Jahren. Und dort kann man nachfragen. Und das tun wir sehr aktiv. Also die Referenzansprache an geeignete Kandidaten, die ist natürlich auch Gold wert. Und da kommen auch meistens die besten Kandidaten rum. Vor allem, wenn man dann sagt, du Franz, wie schaut's denn aus? Ich brauche jemanden, der muss genau so sein von der Persönlichkeit. Das ist das Unternehmen. Kennst mich irgendjemanden? Dann sagt er, ja, da habe ich doch einen Cousin dritten Grades. Und genau der sucht momentan, der ist nicht zufrieden. Sprech den doch mal an. Also das ist auch noch ein ganz großes Nutzen. Man hat das Netzwerk. Das kann natürlich jeder Mittelständler erstmal selber machen.
Aber potenzieren tut man es natürlich nochmal, wenn man auch ein paar Dienstleister hat, die auch ein großes Netzwerk haben. Also bei uns KI haben wir jetzt nicht in Einsatz wie der Konzern Hofmann. Bei uns ist das eher auch Handwerk in der Rekrutierung. Ist eine Mischung aus Stellenanzeigen und dann auch direkter Suche, wo wir gezielt auch auf gewissen Stellenbörsen nach Kandidaten suchen können, die gegen Gebühr die Profile freischalten und mit denen sprechen. Und wir haben halt wie wahrscheinlich jeder andere Vermittler auch über 8 Jahre einen größeren Pool aufgebaut an Leuten, die wir kennen. Und je nach Kundenanfrage kann es dann schon mal sein, dass wir ziemlich schnell sogar auch jemanden haben, der dann ins Profil passt. Das ist ja unsere Kunst praktisch, immer zu gucken, welche Anforderungen hat der Kunde, welche Qualifikation der Kandidat und diese dann zusammenbringen. Ich muss nur sagen, macht wahnsinnig viel Spaß, wenn es funktioniert. Das ist einfach ein total schönes das Gefühl, wenn dann der Kandidat langfristig in eine Firma passt. Okay, super, vielen Dank. Eine weitere Frage, die mich erreicht hat, ist, ob Sie bundesweit aktiv sind oder regionale Schwerpunkte haben. Vielleicht können Sie, Herr Hocke, dazu sich äußern. Genau, also wir haben regionale Schwerpunkte. Wir sind in Bayern tätig, aus München. Das ist auch unsere Zentrale, da sitze auch ich. Ansonsten haben wir noch einen Standort in Köln. Dort machen wir in Nordrhein-Westfalen. Und Baden-Württemberg machen wir momentan aus beiden Standorten mit, je nachdem, wo es näher ist. Dort hatten wir mal eine kleine Dependance sitzen. Momentan machen wir das eben über die 2 Standorte. Wir vermitteln bundesweit. Wir haben in 12 Bundesländern vermittelt, wobei der Schwerpunkt doch bei uns im wirtschaftlich starken Süden ist, also die 4 südlichen Bundesländer. Ansonsten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, da sind wahrscheinlich 80% der Kandidaten hingekommen bisher. Und wir sind bundesweit aktiv, wirklich von Rostock bis Rosenheim, von NRW rüber bis Frankfurt oder mit Niederlassungen vertreten und teilweise dann auch im europäischen Ausland, sprich Tschechien, Österreich, Schweiz, Italien etc. Da haben wir auch schon den einen oder anderen Standort, wenn es interessiert. Alles klar, super, vielen Dank. Eine Frage ist vielleicht noch mal eine Wiederholungsfrage an Herrn Hocke. Überlassen Sie Personal oder handelt es sich hier um Personalvermittlung, also Headhunting? Vielleicht einfach noch mal zur Auffrischung, was wir hier beide gehört haben. Genau, also wir machen beide Bereiche. Das eine ist die klassische Arbeitnehmerüberlassung. Das wird im Engineering, ist das mittlerweile auch gang und gäbe, in der IT auch. Weil man hat halt sehr viele Projekte, gerade als Mittelstand vor der Brust, die zeitlich begrenzt sind, wo ich sehr, sehr viel Kompetenz und sehr viel Manpower brauche und dann langfristig vielleicht nur noch einen kleineren Teil an Mitarbeitern und den kann ich mir dann ja raussuchen aus denen, die dort waren. Deswegen ist es dann so, die Arbeitnehmerüberlassung mit der Übernahme. Ansonsten machen wir auch für viele Fach- und Führungskräfte, da macht es also gerade in den Führungskräften wenig Sinn, über Arbeitnehmerüberlassung zu denken, weil da kommt es dann auch eben auf die Kompetenz drauf an und die wollen auch oftmals nicht mehr in der Zeitarbeit arbeiten. Und außerdem hat man auch mit der Weisungsbefugnis doch ein paar Probleme, wenn der Mitarbeiter eben bei uns angestellt ist. Deswegen, da machen wir beide Bereiche. Ja. Perfekt, vielen Dank. Wir streamen ja auch auf Facebook und da hat uns eine Frage erreicht, wie lange sind die Arbeitnehmer in der Zeitarbeit, bevor sie denn übernommen werden? Gerne Frage an alle. Ich kann gerne dazu was sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Es ist ein Stück weit auch an der Qualifikation abhängig, an den Kompetenzen, wie gut passt denn der oder die Mitarbeiterin zum Kundenunternehmen und wie wir es vorhin auch schon gehört haben, also wenn natürlich ein Kandidat oder eine Kandidatin sehr gut passt, dann versucht natürlich unser Kundenunternehmen in der Regel auch relativ schnell den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von uns für sich zu gewinnen. Ja? Und dementsprechend ist eine Arbeitnehmerüberlassung, wir brauchen einfach diese Amortisation, es ist aber davor ja schon die Übernahme möglich mit einer Vermittlungsgebühr. Also von daher kann man da keine Pauschalantwort drauf geben und muss wirklich jeden Fall irgendwo einzeln betrachten. Ja, das ist bei uns ähnlich. Die Zeiten sind teilweise relativ lange. Also wir haben Kunden, maximal ist momentan 4 Jahre. Das hängt dann auch noch damit zusammen. Da muss man aber dann einen IG Metall Tarifvertrag haben, weil das ist die maximale Zeit, die momentan möglich ist.
Es gibt aber auch eben die 18 Monate, die vorgeschalten worden sind, die von der Regierung auch vorgegeben worden ist. Da hat man halt auch Ausnahmen. Also es gibt 24 Monate, es gibt auch 48, es gibt sogar eine Sonderausnahme, da geht es auch länger als 48 Monate. Da braucht man dann aber auch gewisse Beratung von dem Dienstleister, damit man sich da eben nicht auf dünnes Eis begibt. Ich glaube, man kann aber zusammenfassend sagen, dass so die klassische Übernahmezeit nach der normalen, regulären Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten bei den meisten Mitarbeitern in der Arbeitnehmerüberlassung da schon stattfindet. Also die meisten werden dann eben nach der klassischen 18-Monatszeit übernommen, weil das Gros der Arbeitnehmer in der Zeitarbeit ist. Aber wie der Herr Rocke eben auch schon gesagt hat, man kann eben auch abweichen von der Höchstüberlassungsdauer durch tarifliche Regelungen, vor allen Dingen in der Entleiherbranche. Da kann Ihnen aber wirklich Ihr Dienstleister wirklich die absolute perfekte Erklärung geben, was da für Ihr Unternehmen zählt. Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft? Sind Sie Mitglied in einem Arbeitgeberverband? Können Sie Möglichkeiten nutzen? Also das ist wirklich eine tricky Geschichte. Das heißt, fragen Sie da Ihren Dienstleister und ich denke mal, der kann Ihnen da die besten Antworten geben. Super, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir kommen dann zur letzten Frage, die Herr Behringer gerne beantworten würde, zu der Frage: Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet suchen seit einiger Zeit Anlagemechaniker, die kurzfristig einsetzbar sind. Herr Behringer, wenn Sie uns da Ihre Ausführungen mitteilen wollen. Genau, also es ist einer unserer häufigsten Berufe. SAK-Installateur, ich habe erst vor 2 Monaten einen nach Frankfurt vermittelt, also generell würden wir das uns gerne mal anschauen, ja? Also einfach melden, ich habe schon per Chat auch die E-Mail-Adresse rübergeschickt. Ja, perfekt. Dann würde ich gerne das Webinar schließen, mich nochmal herzlich bedanken für alle Teilnehmenden und für alle Referenten, auch an unseren heutigen Moderator. Gerne würde ich dann die Kontaktdaten eben an unsere Teilnehmer zusenden. Und ja, genau, wir bleiben gerne im Austausch. Vielen Dank und bis zum nächsten Webinar. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Bleiben Sie gesund.